Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche ZNS-Erkrankung. Das ist eine Erkrankung, die überwiegend in Schüben verläuft. Die Patienten haben dann Beschwerden wie Lähmung oder Sehstörungen. Oft fallen die Patienten im jungen Erwachsenenalter auf mit einer plötzlichen Sehstörung, die nicht erklärbar ist. Und im Nachgang kann man dann feststellen, dass sich entzündliche Herde im Kopf darstellen. Wir wissen noch gar nicht ganz genau, woher das kommt. Es sind also keine Bakterien oder Viren, sondern das ist eine Autoimmunerkrankung. Die Behandlung ist so, dass wir das nur begleiten können. Es ist keine Heilung da, aber man kann es über die Zeit gut behandeln und den Patienten gut stabilisieren.